Grüß Gott, und heute möchte ich darüber reden, über die zwei Wege Arbeit, wie Arbeit getan wird, wie man etwas zusammenbringt. Man hat zwei Möglichkeiten. Man macht die Arbeit selber oder man hat andere Leute, die Arbeit zu machen. Und man muss sie dafür natürlich bezahlen. So, nichts Neues. By the way, fast nichts, das ich im Großen und Ganzen sagen werde, ist neu. Ich glaube gar nicht, dass es neu ist. Ich möchte nur ein bisschen Licht drauf scheinen, dass es unter Umständen ein bisschen anders angeschaut werden kann. Okay, so. Wenn man ein Geschäft aufmacht, okay, ein Entrepreneur, okay, meistens fangen die Leute an, die Arbeit selbst zu machen. Und das ist okay und gut und wahrscheinlich wunderbar. Okay. Was die meisten Leute übersehen, ist, wann sie aufhören müssen, die Arbeit selbst zu machen und die zu jemand anderem geben. Die meisten Leute sagen, ich kann das selber machen. Ja, dann brauche ich nicht bezahlen. Schon, aber du kannst nur so viel selber machen. Ein Ziegelleger, you know, ein Maurer, kann nur so viel Ziegel legen. Ein guter Maurer wird viele Ziegeln legen, aber irgendwo ist ein Limit. Wenn er Leute einstellt, die können mehr Ziegel legen. Now, viele von euch haben das Prinzip probiert und sind dann wieder zurückgegangen zu weniger Leuten und vielleicht sogar pleite gegangen, weil die Leute, die ihr eingestellt habt, die haben die Arbeit nicht so gut gemacht. Im Großen und Ganzen hat es nicht funktioniert. Das heißt nicht, dass Leute einstellen nicht funktioniert. Das heißt nur, dass sie einen Fehler gemacht haben oder mehrere Fehler gemacht haben, wie man Leute einstellt, wie man wächst und wie man den Leuten zeigt, dass sie die Arbeit machen können. Ein bisschen geht das zurück zum, wir müssen kommunizieren können, wir müssen verkaufen können, wir müssen Werbung machen können zu unseren Angestellten. Nicht nur zu unseren den Leuten, die wir was verkaufen möchten, die dann kommen sollten und unser Produkt oder unser Service kaufen. Nein, wir müssen verkaufen die Ideen, die wir haben, zu unseren Angestellten, dass die machen, was wir machen möchten, mehr oder weniger und gut genug und schnell genug und. Das muss gelernt werden. Okay, natürlich. Wie gesagt, die meisten Geschäftsleute bleiben zu lange klein, alles selber machen und dadurch wachsen die nicht. Dann werden sie müde, dann dauert es zu lang und dann vergessen sie auf die Träume, die Ziele, die sie gehabt haben. Okay? Now, eine der Sachen, wo die meisten Leute, wenn sie kommunizieren zu ihren Angestellten, das nicht richtig machen, ist, die geben nicht genug genaue Anschriften, was man machen soll. Die sagen nur, mach die Zimmer sauber oder do this oder do this. Okay? Die sind nicht bereit, den Preis zu zahlen, den Leuten genau zu sagen, was sie machen, wenn sie machen und so. Natürlich am Anfang, wenn man einen einstellt, eine Person, meistens kostet die Person nur und bringt nichts. Vielleicht sogar kostet mehr, nicht nur die Person, weil die anderen Leute jetzt weniger arbeiten, weil die müssen diese eine Person eintrainieren. Sehr, sehr, sehr oft passiert das. Fast immer. Und wie gesagt, der Effort, die Arbeit, die Zeit und das Geld, das es braucht, um irgendetwas zu erreichen, ist meistens viel mehr, als die meisten Leute kalkulieren. Now, wenn man es kalkuliert, ist es immer noch schwierig. By the way, alles, was ich sage, ich habe meine eigenen Schwierigkeiten damit.
Ist ja nicht, dass es bei mir so geht. Ich weiß nur, dass ich die Arbeit hineinstecken muss, die Zeit und das Geld. Das ist der Unterschied. Und dadurch, wie ein Weltmeister, gewinne ich ein paar Mal mehr als wie die anderen und bekomme Weltmeister. In meiner eigenen kleinen Welt natürlich. Okay? Aber es ist, wenn man nicht weiß, dass man diese Schwierigkeiten haben wird, dann wahrscheinlich wird man zu früh aufgeben. Viel zu früh aufgeben. Und das Ganze hat dann wieder etwas zu tun mit, was ist, wenn ich das Geld verliere mit den Angestellten, die ich da einstelle, oder mit dem mehr Werbung, das ich mache. Okay, ich habe 2 Jahre in Afrika gelebt. Und da habe ich ein paar Sachen gelernt. Und in Afrika, in Westafrika, in einem Country, in einem Land called Dogo, das ist near Nigeria. So, in any way, da habe ich, wissen Sie, wie man ein Monkey, ein Affen fängt? Okay, ich sag's. Man nimmt eine Coconut, man bohrt 2 Löcher hinein auf der langen Seite, tut einen Strick durch mit einem Knopf dran auf einer Seite, Strick durch die Coconuts zu der anderen Seite, 2-3 Meter lang, auf einem Baum den Strick an, sodass die Coconut nicht weg kann. Dann bohrt man noch ein kleines anderes Loch auf der Seite hinein, groß genug, dass ein kleiner Monkey, ein kleiner Affe seine Hand hineinkriegt. Ja, und da legt man irgendwas rein, das er gerne isst. Ein Mango, ein Zucker, irgend sowas, eine Banane. Er wird reingehen, er wird seine Hand sehr dünn machen und reingehen. Dann wird er das nehmen und macht eine Faust. Muss er ja, sonst kann er es ja nicht nehmen. Und dann kriegt er es nicht mehr raus. Und du kannst hingehen, ganz langsam, und ihn nehmen. Er kann nicht mehr raus. Alles, was er machen müsste, ist das Zuckerl oder die Banane gehen lassen, die Hand wieder klein machen, raus würde er gehen. Er tut das nicht, weil er, was er hat, nicht verlieren möchte. Und fast alle Leute sind schuldig auf das. Junge Entrepreneure, am Anfang fangen sie an, die haben fast kein Geld oder gar nichts, machen Schulden, um zum Anfangen. Und dann 2-3 Jahre später haben sie ein bisschen was. Ob das bisschen was ein paar 1000 Euro sind oder ein paar 100.000 Euro sind, spielt ja gar keine Rolle. Und ob das im Geschäft war oder als Privatperson arbeiten für jemanden, dass man sich mit der Arbeit ein bisschen ein Geld erspart hat. Da ist nichts Schlechtes beim Geld ersparen. Was aber schlecht ist, wenn du eine Idee hast und du möchtest die Idee verwirklichen mit 100%ig, ich muss mir sicher sein, dass mein Geld nicht verloren wird. Das, was ich jetzt habe, und das ist nicht nur Geld, das sind Positionen, das sind, oh mein Gott, ich verliere mein Gesicht. Meine Frau sagt, das ist ein chinesische Expression, glaube ich, ein chinesischer Ausdruck, wo man, ich schaue dumm aus. You know? Wie viele Leute, die etwas nicht machen, weil sie glauben, die Frage oder was sie dann tun werden, schaut dumm aus, und dann schauen sie dumm aus und dadurch tun sie es nicht und dadurch bleiben sie dumm. Wenn ich Seminar mache, so wie hier, 100 Leute, 1000 Leute, und dann sage ich, okay, eine Frage. Wie viele Leute nicht fragen, obwohl sie Fragen haben, weil ich möchte nicht eine Frage stellen und dann ausschauen, wie ich dumm bin. So, diese Leute sind viel lieber, die bleiben viel lieber dumm ihr ganzes Leben, weil sie nicht fragen oder probieren, okay, riskieren, fragen, probieren, riskieren, da bleiben sie viel lieber dumm das ganze Leben und arm und einfach ihre Ziele nicht erreichen, okay, nur damit sie vermeiden, für ein paar Minuten dumm ausschauen. Und das ist nur in ihrem Kopf sowieso, dass sie dumm ausschauen würden. Die anderen Leute denken ja nicht so.
Okay. So, Leute einstellen ist sehr wichtig. Das heißt nicht, dass man selber nicht arbeiten muss und kann. Das heißt nicht, dass man nicht das Midnight Oil burnen kann, das Mitternachtsöl verbrennen kann und eben, wie gesagt, Mitternacht durcharbeiten kann und. Das heißt das nicht. Es heißt nur, da kommt eine Zeit, wo es Zeit ist, mehr Leute zum Einstellen. Okay? Und wenn das nicht funktioniert, ist es nicht, dass das Leute einstellen nicht funktioniert. Es ist einfach, dass sie nicht wissen, wie man es macht. Okay, sehr, sehr wichtig. Bitte, bitte, probiert es nicht zu viel, nicht zu verlieren, was ihr schon habt. Das ist eine tödliche Sache. Das ist eine so tödliche Sache. Die Ziele werden nicht kommen, wenn das passiert. Okay, das wird einfach nicht funktionieren. Probiert es, und wenn ich sage, nicht verlieren, was ihr habt, das hat auch zu tun mit Reputation, ihr Gesicht sozusagen. Oh, die Leute glauben, ich bin das, ich bin das, ich bin da. Nein, ich kann nicht das machen und dann vielleicht pleite gehen. Was sagen die Leute dann? Das ist das Letzte, das ich machen möchte. Okay. wie der Arnold Schwarzenegger Gouverneur geworden ist in Kalifornien, wo ich lebe, okay, haben mir ein paar Leute gesagt, wissen Sie, dass der Arnold Schwarzenegger pleite gegangen ist in einigen Geschäften? Sag ich, ja, nicht wirklich, aber ja, kann man vorstellen, warum nicht? Ich bin noch nie pleite gegangen. Ja, hast auch noch nie was gemacht wahrscheinlich. Okay, es spielt ja keine Rolle, ob er mit 2, 3, 5 Geschäften pleite geht. Wenn er 2, 3, 5 oder 10 oder 20 andere Geschäfte hat, die super erfolgreich sind. Wie gesagt, okay, die World Cup Winner, die World Cup Champions im Skifahren oder die Weltmeister im Formel 1 Karrennen, die gewinnen nicht alle Race, ja, alle Rennen. Nicht einmal die Hälfte meistens. Okay? Im Geschäft ist es noch leichter, so zu denken. Und es ist noch leichter, trotzdem noch successful zu werden. Weil im Geschäft hat man den Vorteil, man muss nicht Number 1 in seinem Beruf, Industrie, Land sein, um seine Ziele zu erreichen. Bei der Olympik, die jetzt gerade mal vorbei waren oder noch sind, wenn du nicht auf dem Podium stehst, nicht so viel gemacht, obwohl es noch wunderbar ist und schön, dass die dort waren. Dabei sein ist, was zählt, stimmt. Aber im Ende ist es am Podium stehen. Im Geschäft, im normalen Leben, brauchen Sie nicht unbedingt auf dem Podium stehen mit den ersten 2, 3, 4, 5 und 10. Wahrscheinlich hat alle die Ziele, die sie wollen, ja dabei. Nicht so Angst haben vom nicht erfolgreich zu sein. Nicht so Angst haben vom Failure, vom Nichterfolg. Wie heißt denn das auf Deutsch? Tut mir wirklich leid, dass ich manchmal mit der Stolper mit dem Deutsch. Aber ich glaube, ihr versteht's mich. Und wie gesagt, unsere Zeit ist ab. Bis zum nächsten Mal. Danke.